So, währenddessen fragt hier die Negi, wie lange spielt ihr Final Fantasy mittlerweile? Ja, also Melitos, Rin und meine Wenigkeit, wir sind schon seit Release dabei. Seitdem das Spiel Final Fantasy 14 rausgekommen ist, sind wir am Start, schon seit der Beta, also schon eine Weile her. Und wir haben immer Bock drauf. Wir sind hochmotiviert. So, und Nelani hat noch geschrieben zum Thema des Brockens, ja, also dieses Fundament, also dieses Steines da, was wir gerade eben betrachtet haben. Hat er geschrieben, vielleicht alte schalianische Niederschriften möglich, Mitgliederlisten etc. ppp. Kann sein. Wir werden es wahrscheinlich noch rausbekommen. So. Und Painkiller ist erstaunt darüber, wow, wirklich ein PvP gemacht? Ja, habe ich. Hier, aber dafür habe ich einen Mount. Kann ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, Leute, weil einige vielleicht das noch nicht so wissen, wo man dieses Mount bekommt. Es gibt generell, gibt es ja neue PvP-Mounts. Das zeige ich mal kurz anhand der Errungenschaften, da ist es ein bisschen einfacher darzustellen. Und dafür habe ich auch mal hier das kurz mal eingeblendet, wie mein Equipment ausschaut. Denn, um PvP-Mounts zu bekommen, und zwar die neuen PvP-Mounts, müsst ihr zuerst mal das 235er PvP-Set euch geholt haben. Und dieses bekommt ihr in der Wolfshöhle bei einer jungen Dame und die verkauft diese, dieses PvP-Set 235 für die jeweiligen, ich zeige es nochmal kurz, Wolfsmarken. Ihr braucht ungefähr 20.000 Wolfsmarktpunkten, also Wolfsmarkenpunkte, um euch, da mal, die linke Seite komplett holen zu können. Pi mal Daumen, ja? Ihr müsst zumindest die linke Seite komplett hier, also sprich Kopf, Brust, Hände, Taille, Beine und Füße und die Waffe müsst ihr euch geholt haben. Dann bekommt ihr einen Titel. Dieser Titel heißt Markai. In dem Fall bei mir Markai Bardin. Ihr seht es gerade hier. Ja, wenn es ein Krieger bist, dann heißt es natürlich Markai Krieger und so weiter und so fort. Und mit diesem Titel müsst ihr Erfolge freischalten oder absolvieren. Und zwar unter anderem, zeige ich auch mal kurz hier, warum ist denn Wolfshöhle? Zum Beispiel, das Mount hier ist das Goten Mount, die Goten Pfeife. Dieses Mount bekommt ihr, wenn ihr 30 Mal mit dem Garo-Titel, in dem Fall Markai, 30 Mal The Feast gewinnt. Ja, das PvP Match The Feast. 30 Mal gewinnen, dann bekommt ihr die Goten-Pfeife. Wenn ihr aber zum Beispiel 60 Siege im The Feast absolviert, dann bekommt ihr mit der Errungenschaft Furiosa Fatalismus, bekommt ihr dann Raigor-Pfeife. Also auch wieder ein anderes Mount. Also 60 Siege in The Feast oder an einem PvP, an der PvP-Front mit einem Garo-Titel errungen. Da seht ihr, ich habe schon 42 von 60. Ich habe also seit Patch-Release nur The Feast gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Und weil es Spaß gemacht hat und weil ich es genossen habe, dass die Wartezeiten so kurz sind. Aktuell sind die Wartezeiten bei mir um die 5 bis 6 Minuten. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich umso weiter man spielt, umso höher die eigene Wertung ist, umso länger sind die Wartezeiten. Ich kann es auch mal kurz zeigen. Bei mir schaut mein PvP-Fortschritt so aus. Ich habe vor dem Patch 3.5 eigentlich so gut wie gar kein The Feast mehr gespielt, da ich ja auch schon mein Gloria Luftschiff hatte. Das bekommt ihr, wenn ihr 200 Mal The Feast gewinnt. Also dieses Luftschiff bekommt ihr bei 200 Wins The Feast. Jetzt habe ich mir das Garo Mount auch noch geholt. Und was ich sagen wollte, umso höher ihr von der Wertung steigt. Ich habe jetzt schon die goldene Wertung erreicht von 1343. Umso höher ihr seid, umso höher ist auch die Wartezeit, umso schwieriger ist natürlich auch zu gewinnen, weil natürlich auch die Leute dementsprechend, erfahrener sind. Und ich habe mir auch noch das Ziel gesetzt, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, bis Patch 3.55, denn so lange geht die dritte Season von The Feast, möchte ich mir das PvP-Mount holen. Das hatte ich die ganze Zeit gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber es gibt ja auch noch ein sehr spezielles PvP-Mount für die ersten 100 platzierten The Feast Spieler. Das heißt, die 100 besten The Feast Spieler aus dem Datenzentrum, aus dem jeweiligen Datenzentrum, in dem Fall, weil wir auf dem Server Shiva spielen, ist es das Datenzentrum Chaos. Die bekommen einen Höllenhund, so hieß das, glaube ich. Ist ein roter Höllenhund, den bekommst du halt, wenn du unter den Top 100 bist. Und ihr müsst mit Erschrecken feststellen, dass seltsamerweise, dass auf dem Server Shiva nicht so viele Leute PvP spielen. Zumindest auch von der Rangliste, von den Top 100 gibt es, glaube ich, nur aktuell 4 oder 5 Leute vom Server Shiva, die in den Top 100 sind. Und ab Top 100 ist die aktuelle Wertung, du musst um die 1560er Wertung haben, dann seid ihr aktuell in den Top 100. Und mein Ziel ist es, so eine Wertung von 1700 zu bekommen, irgendwie, weil dann ist es, glaube ich, schon recht safe, dass man auch einen Mount bekommt.
Also das nochmal kurz am Rande erwähnt, viele Leute, die auch ein bisschen PvP interessiert sind, wo man was bekommt und was sich jetzt mit Patch 3.5 geändert hat. So, das wollte ich mal kurz erwähnen. Ja, wir stehen hier schon alle fröhlich rum und ich sehe auch schon ein paar Leute mit dem PvP-Mount. Zum Beispiel auch hier Night Road hat ja auch schon ein PvP-Mount. Ein Kyle auch, fleißig. Also da gibt es also auch unter uns ein paar PvP-begeisterte Personen. Gut, dann begrüße ich auch an der Stelle natürlich Nana See, 111. So, du grüßt. Auch ein neuer Name im Chat, was ist denn los? Heute so viele Leute neu am Start. Ich mach mich fertig. Ich werde irgendwie ein bisschen wuschiger. Also ein bisschen nervöser, weil das artet langsam ein bisschen aus, ja. Ich meine, wir sind so um die 30 Leute, wenn es hochkommt pro Livestream. Aber ich glaube auch diese 30 knacken wir gerade so. Das wird immer krasser hier. Das zeigt ja auch, meine Güte, wie wir alle hier versammelt stehen. Nur vom Server Shiva. So, aber das wollte ich jetzt mal kurz erwähnen. PvP haben wir jetzt mal ein bisschen angesprochen. Und ich schaue mal kurz, was ihr so im Chat schreibt. Frage auch euch mal da draußen. Ich meine, einige von euch haben ja schon am Anfang des Livestreams eine Rückmeldung gegeben, was ihr schon absolviert habt mit dem Patch 3.5. Was ihr so einigermaßen toll fandet, was nicht so toll. Aber jetzt ist meine Frage an euch da draußen, an alle euch da draußen: Was macht ihr aktuell? Was ist euer aktuellstes Ziel gerade? Ja, schreibt mal rein. Was macht ihr gerade, außer bei mir hier rumzustehen? Was macht ihr sonst so? Schreibt mal in den Chat rein und dann frage ich mal die Melitus. Melitus, du hast von Patch 3.5 ja noch nicht so viel gesehen, ehrlich gesagt noch gar nichts, außer Froh und Halde gerade. Was ist so dein Plan mit dem Patch 3.5? Was möchtest du als erstes jetzt mal dir vornehmen? Ich hol mir mein Iggy. Hast du dich schon informiert, wo es dieses EG gibt? Ja, und ich hab's wieder vergessen. Ich habe mir die Patchnotes hier durchgelesen. Und ich hab's wieder vergessen. Rin weiß das vielleicht auswendig. Ich glaube in Limsalominsa. Ja, stimmt, du hast recht. In Limsalominsa natürlich. Wo denn sonst? Wo man auch ausgebildet wurde. Ja. Da gucke ich dann mal hin. Okay, also das heißt erstmal, bei der Rin war es der erste Gang zum Friseur, wo sie erst enttäuscht war von den aktuellen Patch 3.5er Frisuren. Vielleicht magst du auch nochmal kurz sagen, Rin, wo gibt's denn die 3.5er Patch Frisuren? Direkt hast du die, also du musst einfach nur zur Frisurenglocke hingehen und dann kannst du die auswählen. Achso, also die muss man nicht für MGP kaufen oder beim Händler, die hast du sofort beim Friseur. Ja. Und das sind wie viele neue Frisuren? Zwei. Okay, und von beiden warst du persönlich ja eher enttäuscht, hast du ja erwähnt, ne? Ja. Okay, was ist denn jetzt dein nächstes aktuelles Ziel, Rin? Frage ich dich mal, was machst du denn aktuell? Mein Ziel ist auf jeden Fall, die Vögel zu farmen, damit ich das große, dieses schöne, praktische, große Vogel bekomme, wenn man alle hat. Weil der sieht total super aus und ich bin echt, ja, schon sehr heiß drauf. Wie viele Vögel sind das also insgesamt, die du haben musst, um es vollzählig zu haben? Also zähl mal auf, was ist denn? Also ist dann mit Bismarck... Bismarck, Ravanna, Tordan, Sephiroth, Nitok, Sophia und dann Zorvan. Das wären glaube ich 7, habe ich gerade mitgezählt, oder? 7, 8? Keine Ahnung, habe nicht mitgezählt. Ich glaube, waren 7. Also man braucht schon ein paar Mounts. Kurze Frage nochmal zum Thema des Mount Farm. Wie und also wo, oder sagen wir, bei welchen Primär-Fights, bei welchen Primär-Kämpfen ist die Droprate erhöht worden jetzt aktuell? Mit dem letzten Patch war es auf jeden Fall von Sephiroth, Nitok und ich glaube Sophia auch. Von Nitok und Sephiroth kannst du jetzt auch den Vogel mit den 99 Tokens sammeln, kaufen. Wie empfindest du das persönlich? Du hast ja schon vorher auch die Vögel gefarmt oder einige Vögel gefarmt und da war die Dropchance ja noch nicht erhöht gewesen. Findest du das jetzt im Nachhinein nicht unfair gegenüber den Leuten, die sich, sagen wir mal, den aufgerissen haben? Oder sagst du, nee, das kommt mir eh jetzt entgegen, großen Ganzen, das ist schon akzeptabel? Was soll heißen, der hat sich den, ja, Poppis aufgerissen. Ich würde mal sagen, solche Sachen sind einfach nur glückabhängig. Also es gibt Leute, die haben, sind dann mit, in einem Run reingewesen, haben es direkt bekommen. Und es gibt andere, die sind dann, keine Ahnung, mehrere Male reingegangen und haben das immer noch nicht gesehen. Und das ist halt in meinem
Befinden einfach sowieso nicht fair und deswegen finde ich das jetzt auch nicht schlimm, dass da die Drop-Chance erhöht worden ist. Weil letztendlich ist es immer glückabhängig und es wird halt immer einen geben, der dann ewig lange darin farmen wird. Aber du hast halt jetzt wenigstens ein kleines Ziel vor, also ein Ende vor den Augen. Also wenn du mindestens 99 mal drin warst, hast du es halt auf jeden Fall. Okay, also hast du mit persönlich jetzt kein Problem und findest, dass es auf jeden Fall okay, wie sie es machen? Ja, ist auf jeden Fall okay. Weil ich finde halt, sowas ist halt einfach glückabhängig. Und so für mich steckt dann ein bisschen ein Stück Arbeit drin, wenn man dann ganz schön oft da reingegangen ist. Aber es wird halt immer wieder jemanden geben, der einmal reingegangen ist und es direkt bekommen hat. Ja, verstehe ich voll und ganz, ja. Ja, der stellt auch natürlich die Frage an euch zu diesem Thema, ne? Wie schaut es aus mit dem PvP, sondern mit den Primary-Mounts? Wie seht ihr das persönlich? Seid ihr da auch dahinterher und wie findet ihr diese Regelung? Findest du es okay, was wir gerade besprochen haben? Oder sagt ihr, nee, das hätten sie lieber im Alten lassen sollen mit der geringen Drop-Chance? Schreibt mir eure Meinung rein und währenddessen gehe ich mal darauf ein, was ihr zuvor geschrieben habt, zu dem, was ihr gerade aktuell euch so vorgenommen habt. Warum ich jetzt gerade zum Wechsel mache der Themen, bitte seid nicht verwundert, das liegt einfach daran, dass hier durch die Twitch-Verzögerung ist es schwierig, die Themen halt wirklich eins zu eins sofort zu besprechen, weil immer eine Verzögerung von 10 bis 15 Sekunden immer halt existiert und ich immer wesentlich später nach meinem Gesprochenen das mit lese im Twitch. Also bitte nicht irritiert sein. Deshalb springen wir so zwischen Themen hin und her. So. Aber was habt ihr geschrieben? Also, Nelani hat geschrieben zum Thema, was ich aktuell machen möchte. Wollte heute die Theologikum-Quests machen. Ja, ist auch noch eine Geschichte. Ist auch offen. Sehr interessant. Okay. Und Outray hat noch geschrieben in Hermetiker-Gilde. Ich glaube, das war auf die EG-Geschichte bezogen, wo man es bekommt, in Limsa. Auch nochmal danke an dich für die Rückmeldung. Was haben wir noch? Elodie Fredo geschrieben. PvP und nebenbei Licht für die Anime-Waffe farmen. Ja, das machen wir auch als nächstes. Zumindest die Questreihe, die Anima-Waffen-Questreihe machen wir weiter. So, was haben wir noch? Elsie Catred hat noch geschrieben, ich versuche mit dem Content mitzukommen. Ja, wem sagst du das? Einfach so viel. Und mit meiner Gilde das Luftschiff fertigstellen. Ich würde auch gerne den Pegasus aus dem Palast der Toten holen. So viel. Ja, da sagst du was. Und Palast der Toten. Ah, ich will es ja auch haben, das Mount. Ne, gibt es auch ein tolles Mount. Wenn man 10 Gilmora-Scherben hat, dann bekommt man auch wieder einen Mount. Da habe ich 4 aktuell, das mache ich mit der Melitus aktuell. Was aktuell? Wenn Zeit ist, mache ich mit der Melitus das mal zu zweit ein bisschen Palast der Toten, um auch da dieses Mount zu bekommen. Also es sind einfach so viele Baustellen, das ist die PvP-Mount-Geschichte, das Mentor-Mount, dann Palast der Toten-Mount und. Es gibt einfach für mich persönlich so viele Ziele, die ich mir gesteckt habe. Es nimmt einfach kein Ende. So. Und Titus hat geschrieben, ich gehe Steinchen jagen für Ausrüstung und mache nebenbei die Anima-Verdichtung. Ja, okay, also Anima-Waffe und Steine jagen, vorbildlich. So, also sehr, sehr schön zu hören, dass ihr auch fleißig aktiv seid und ihr in der gleichen misslichen Lage seid wie ich. Ja, einfach zu wenig Zeit und so viel Content. Und da seht ihr es, mein Night Road, schäm dich! Du darfst nicht vor mir stehen mit diesem Palast der Toten-Mount. Das kriegt man beim Palast der Toten, wenn ihr mal die 10 Gamora-Scherben abgegeben habt. Viele Leute es auch nicht wussten. Es sind einfach so viele Details hier im Spielfall, wenn sie 14. Also dieses Mount hier, was der Night Road hat, gibt es im Palast der Toten. Das brauche ich auch noch. Einfach so viel. Gut. Und jetzt zu dem Thema, was er geschrieben hat, der Primary Fights, wie ihr das mit der Regelung empfindet, ob das okay ist von der Drop-Chance, dass sie es erhöht haben oder nicht. Da gab es auch eine kurze Rückmeldung. Gaimu Taimu hat nur geschrieben, ob erhöht oder nicht, bringt mir nichts. Bei Mounts hat mein Würfel nie mehr als 20 Seiten. Ja, es ist halt, wie Rin auch gesagt hat, es bleibt natürlich auch Glückssache, ne? Am besten hast du natürlich eine fixe Stammgruppe, das haben Rin und ich auch mal gemacht eine Zeit lang mit unserer Guild zusammen. Da sind wir dann echt nur mit einem fixen Trupp reingegangen und haben das dann so lange gefarmt, die Mounts, bis jeder das hatte. Das ist natürlich das Beste, was du machen kannst, denn sonst hast du immer die Chance, dass irgendjemand es dir wegrollt, der beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht dabei ist. So, und DirectX hat mir geschrieben, war kurz weg, aber das mit der Drop-Chance finde ich nicht so gut, weil das Mount ja jetzt nichts mehr Besonderes ist. Ja, ich glaube trotzdem, dass was Besonderes noch ist. Denn Rin hat es auch erwähnt, im Worst Case musst du halt 99 Mal den Primary Fight abrappeln und kannst du dann für Marken holen. Aber ganz ehrlich, das ist dann Fleißarbeit. Ja, wenn das Glück schon nicht pockt, dann wenigstens die Marken. Ja.
Also, naja, also ich glaube schon, dass es noch was Besonderes ist, definitiv, weil es nochmal ein unglaublicher Zeitaufwand ist. Erst recht, wenn du es halt echt random machst, also jedes Mal per Zufallsinhalt mit Leuten, die du halt nicht kennst. Das ist echt hardcore. So. Gut. Dann noch Rin geschrieben. Ja, Rin hat es ja eh schon erwähnt, hat in meinem Chat das bestätigt. Sehr gut. Und Avo86 hat geschrieben, ich darf momentan Ätheröl farmen. Ja, viel Spaß, kenne ich. Genau, aber das zum Thema. Legendäre Questreihe, Leute. Wir werden jetzt die legendäre Questreihe weitermachen. Quest weitermachen. Das ist so der nächste Masterplan. So, vorher werde ich jetzt ein bisschen mich aktiver zeigen. Ich bedanke mich zuerst mal, Leute, dass ihr hier mir gefolgt seid. Also nicht nur hier im Twitch folgt, im Chat und mir lauscht, was ich hier so mache und rede, sondern auch, dass ihr hier sozusagen physisch anwesend wart und körperlich. Vielen Dank dafür. Und auch hier nochmal der Hinweis, Leute, bleibt gerne den ganzen Abend zumindest hier auf dem Server Shiva aktiv online. Denn wir werden später natürlich auch wieder ein Klassenfoto machen. Und auch nochmal da kurz die Information, währenddessen ich zu meinen Gehilfen renne, um noch was abzuholen. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Klassenfoto ist ein Fotoshooting mit euch zusammen, mit all den Leuten, die beim Livestream jetzt aktuell dabei sind. Das wird im Laufe des Abends stattfinden. Da werden wir dann sozusagen mal Screenshots machen und ich verwende einer dieser Screenshots für die jeweiligen Folgen auf meinem YouTube-Kanal SeedMovie, die später veröffentlicht werden. Also für die Leute, die jetzt nur über meinen Twitch-Kanal gerade auf mich aufmerksam geworden sind, der Hinweis, dass auch die ganzen Livestream-Folgen auch später natürlich nachträglich auf meinem YouTube-Kanal SeedMovie veröffentlicht werden. So, das nur kurz am Rande erwähnt und währenddessen schließe ich mal die Unternehmung hier ab. Passt soweit, sehr gut. Sehr gut. Passt. So, die Melio möchte noch kurz darauf hinweisen, dass sie auf jeden Fall auch noch die Dunkais-Questreihe machen sollte. Damit wir das gleich alles zusammen abrappeln können. Ich hoffe, du hast es nicht vergessen, Melitus. Nee. Nö. Sehr gut. Ich brauche mein Iggy. Achso, ja, Melio holt ihr Iggy sehr gut. Rin, du hast ja eh schon Dunkais gemacht und kannst dann auch ein bisschen da durchnavigieren gleich, oder? Ja, kann ich. Sehr gut. So, warte mal, ein bisschen hier was entsorgen. Spiegelei braucht kein Mensch, das brauche ich schon noch. Sehr gut, dann switche ich. Ne, das switche ich jetzt noch nicht. Oder Klamotten switche ich die? Ich switche meine Klamotten auf mal Raid Gear Setup. So schaut's aus. So. Währenddessen sehe ich auch gerade, dass einige von euch mir auch Freundschaftsanfragen schicken, Leute. Ich finde es echt nett von euch, ja, und ich weiß das zu schätzen und ist auch lieb von euch, aber ich muss euch leider sagen, ich nehme auch aktuell noch mal keine Freundschaftsanfragen an. Das habe ich noch nie gemacht. Zumindest nicht, also eigentlich nur Leute, mit denen ich aktiv geradet habe. Da sind ein paar Leute auf der Friendlist, das seht ihr auch gerade. Aber allgemein, ansonsten nehme ich keine Leute auf die Friendlist auf. Da ich sonst einfach den Überblick verliere. Versteht mich bitte nicht falsch, aber wenn ich hier jede Freundschaftsanfrage angenommen hätte, seit Release von Final Fantasy 14, dann würde ich nicht mehr zum Spiel kommen. Habe ich schon oft erwähnt, aber das ist wirklich so. Es artet so ein bisschen aus. Ihr seht es ja selbst im Twitch-Chat. Die Leute, die aktiv meinem Kanal verfolgen, die sehen ja, dass es von Woche zu Woche immer mehr Leute werden. Das weiß ich auch sehr zu schätzen, versteht mich nicht falsch, aber wenn ihr jedes Mal sehen könntet, wann ich online bin und ihr mich jedes Mal anschreibt, und das viele tun, dann komme ich nie mehr zu spielen. Bitte versteht mich nicht falsch, aber da bin ich mir treu geblieben. So. Gut. Ihr seid euch fröhlich im Chat am Austauschen. Freut mich. Sehr gut, Leute. Und ich bin jetzt hier in Abyssla. Hier kann man die Quest machen, die weitere legendäre Questreihe. Und da gehen wir jetzt auch mal ganz in Ruhe hin. Und schau mal, wie es nun weitergehen wird. Ich glaube, die legendäre Quest muss, die legendäre Waffe muss ich natürlich auch wieder anlegen, wahrscheinlich. So, das war ja hier der geschärfte Bogen des Autarken. So schaut er aus, das können wir nur zeigen. Und so sieht der Bogen aktuell noch aus. Mit Item Level oder Gegenstandstufe 260. Das werden wir wahrscheinlich gleich auch wieder ändern. So, dann begrüße ich noch hier Larissa, ist auch am Start. Schön, dass ihr hier bist.
Der kleine Lalafil freut sich. So. Okay, gut.